Willkommen zurück zu Life Goes On. Das ist hier eine neue Aufnahme, deswegen habe ich gerade so gezögert, weil ich so die Musik so schön fand. Genau. So, was haben wir hier? Da oben sehe ich gerade. Ich kann hier die Stacheln einklappen und damit kann ich mich erstmal fressen lassen, weil ich es kann. So, wofür brauche ich das? Das brauche ich deswegen. Ich muss da unten einen Teppich hinlegen, sozusagen. Der Level heißt auch Instant Carpet. Aber das Problem ist, da fährt dieses Feuerteil ständig nach links und rechts. Und wenn ich jetzt die Leichen eine nach der anderen da hinlege, dann würde wahrscheinlich spätestens wenn ich bei der zweiten bin, alles angebrannt werden. Deswegen muss ich das, glaube ich, so tun. Hui, und hab's geschafft. Yeah. The Roomy Baroness Vicky Taylor hat's geschafft. Uhu, mit nur 6 Toten. Ja, ich glaube, so nach den ersten Reaktionen zu urteilen, kommt das Spiel ganz gut an. So, da oben kann ich Stacheln hin und her tun. Das kann ich nutzen, um hier diesen Schalter zu drücken, damit ich da hochkomme. Das Problem ist nur, ich muss hier das Feuer irgendwie ausschalten. Und dafür muss ich hier hin. Genau. So, da oben rechts sind auch noch Stacheln. Werden die damit geschaltet? Ja, die werden damit auch geschaltet. Die werden genauso wie das große Förderband geschaltet. Nun gut. Ich fange mal an. Ach verdammt, das geht nicht. Ja, ne? Das geht auch nicht. Durchs Feuer durchschießen? Nee, ne? Hey, doch. Cool. Also, dann mal runter mit dir. Ja, das erste Problem ist schon mal gelöst, aber... Wie zur Hölle komme ich da hoch? Also, ich muss hier irgendwie jemanden hinlegen. Ich könnte natürlich versuchen, das Ganze so zu tun. Na, das wird so nix. Den muss ich mal entsorgen. Ah! Da habe ich dann tatsächlich auch schon meine Monstertötung hingekriegt. Ah, das funktioniert. Das ist gut. Leider hat das gerade nicht geklappt. Vielleicht muss ich da eher so hin. Ja, nein. Ah, komm schon. Was ist hier los? Muss ich da vielleicht direkt... Nein, das funktioniert nicht. Na komm schon, das wird doch wohl gehen irgendwie. Vielleicht doch hier da oben hin? Nee, ne? Oder? Nö. So sammle ich echt nur Leichen an. Das Problem ist, mein Computer ist nicht der beste. Und die Performance wird mit jeder Leiche schlechter. Okay. Das gab immerhin mal keine. Ja, komm schon, das muss doch irgendwie... Okay, so auch nicht. Puh, mache ich hier irgendwas falsch? Ich muss doch da hoch, ne? So, aber... Ja, genau, das ist genau das Problem. Kann ich da nicht außen rum oder so? Nee, ne? Nee, das klappt nicht. Ach so, natürlich. Ich könnte hier rüber an die Stacheln... Nope, kann ich nicht. Ich starte den Level nochmal neu. Wie gesagt, Performance und so. Und stelle das Ganze mal schnell nach. Das wird ja wohl noch nicht funktionieren. Ja, das funktioniert. Gut. So. Das hat wunderbar geklappt. Die Frage ist halt echt nur... Ach so, natürlich. Ich bin doch dumm. Folgendes, ich klappe hier die Stacheln aus, zack, der klebt dran. Dann klappe ich die Stacheln ein. Funktioniert doch wunderbar.
So, wie war das? Wie habe ich jetzt das Monster getroffen mit der Leiche? War das nicht irgendwie so? War da nicht was? Hab's. Doch, genau. Ja, so war das. Gut. Damit wäre ja dieses Level dann auch geschafft. Zumindest für die eklektische Kronprinzessin Jamie Horio Edler. Oder so. Keine Ahnung. Yay! Und zwar ein Versuch mit nur 5 Toten. Und ich bin gerade... Also es ist schon eine Weile her, dass ich die Levels gespielt habe. Das merkt ihr, glaube ich, auch, weil... Es wird gerade auch schwerer für mich. Okay, da oben ist ein Schalter. Moment. Ich muss die Schlacheln erstmal ausfahren. Okay, und dann beim Zurückfahren... Moment, verstehe ich das gerade richtig? Ich muss die Leiche erstmal hier ablegen. Dann hier wieder aufnehmen und dann ab... Oh Mann. Oh Mann. So, aber... Wenn ich schon mal dabei bin... Dann will ich natürlich auch das Monster füttern. Außerdem ist der Name hier sowieso viel zu lang. Von der netten Dame. Na, reicht das? Nein, das reicht nicht. Ah, ich wollte den Schwung mitnehmen. Das funktioniert wohl nicht. Also muss ich ganz rechts ranhüpfen. Aber dann sollte das passen, oder? Hab's. Genau. Wunderbar. So muss das sein. So, was haben wir hier? Oh, ein Abgrund. Hier geht das Feuer aus. Hier geht das andere Feuer aus. Das ist doch so ein Ding im Weg, genau. Also, was tut das hier? Das fährt damit durch die Gegend. Okay. Achso, wenn ich es anschalte, fährt es nach links. Und wenn ich es ausschalte, fährt es nach rechts. Ah, ich verstehe. Gut. Mileside im Process. 500 von 1000 Toten. Von 1000? Keine Ahnung. Ah, okay. Dann fahren wir wieder nach rechts hier. Und... So, wie kriege ich das jetzt hin? Moment, kann ich den da unten aufnehmen? Ja, natürlich! Zumindest Teile von ihm. Oh, das ist so böse. Hey, überlebt! Nee. Das ist nicht verdient gewesen. Nee. Sehr schön. Immer gut, wenn dann ein Neuer kommt, der den Sieg an sich reißt. Der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte die ganze Zeit. Aber ihr wisst ja, alle für einen, ne? So ist das. Das ist Demokratie. Alle stimmen ab und einer ist dann am Ende der Sieger und der Präsident. So funktioniert das in der echten Welt, liebe Kinder. So, ich muss hier irgendwie natürlich hier einen hinkriegen, denn sonst komme ich da nicht durch. Dafür brauche ich wahrscheinlich diese Stachel da oben. Was tut das hier? Das hier kippt das da oben. Damit kriege ich schon was auf die Plattform drauf. Dann kann ich es mit den Stacheln festhalten, um über das erste Feuer und dann runterfallen lassen auf das untere Förderband. Okay. Gut, also muss ich eigentlich nur noch eine Leiche dort oben hinkriegen. Ohne, dass hier was drauf fällt. Weil wenn hier was drauf fällt, dann klappt das Ganze nicht mehr. So. Einmal sterben, bitte. Ich kann da bestimmt selber mit hoch, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Nö, kann ich nicht. Aber nein, das meinte ich nicht. Ich kann da sicherlich mit hoch. Na, komm schon. Komm schon. Na, bei 3 nebeneinander werde ich ja wohl hoffentlich einen treffen. Erst bin ich zu früh gesprungen, dann zu spät. Ja, siehst du. Ah, guck mal. Da ist das Monster. Und ich habe 4 Tote. Ah. Yep, weg.
Hab's. So, sehr gut. So muss das sein. So. Also. Nein, 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 nein. Noch nicht da drauf. Jetzt da drauf. So ist gut. So ist gut. So. Einer ist drin. Den kippe ich jetzt drüber. Das klappt leider nicht. Da brauche ich kurz die Stacheln. Ja, ich brauche kurz die Stacheln. Ich brauche die Stacheln ohnehin noch ein bisschen länger. Ich lasse mal den ersten hier verbrennen. Performance und so. Und der hier müsste jetzt darunter. Genau. Boah, wie das ruckelt. So, vielen Dank. Und die Xena auf Mann, die hat es dann geschafft. Sehr schön. Und wenn alle sterben und der Adel gewinnt, dann ist das... Ach ja, ja, ihr wisst es ja schon. Ich bin ja schon zynisch genug. Genießen wir doch einfach ein bisschen das Spiel, die netten Rätsel und... Oh, ein neues Element. Ich habe mich gerade nur erforscht. Cool. Also, da kann ich Ritter töten und offensichtlich auch gleichzeitig... Gym Fantasite has been unlocked. Und gleichzeitig einen Stromkreis fließen. Ist das eine Höhle? Nee, nur ein Schatten. Aber was haben wir hier drüben? Hä? Hä? Ach, das kann ich verschieben, oder? Ah! Sehr gut. Jetzt geht das erste schon mal zu. Ach so, ah! Das war genau das, was es hier oben blockiert hat, natürlich. Natürlich. Na, komm schon, das war getroffen. So ist gut. So, und jetzt ist links auch das Feuer aus. Das heißt, ich kann die nette Lulu einmal fressen lassen. Ups. Und es folgt Sir Richard, der Große. Der jetzt leider... ach so, genau. Nochmal getötet werden muss, damit die Dolly Jones, die Tochter des Jim, hier durchkommt. Und es heißt, glaube ich, deswegen Gym Fantasite, weil der allererste Ritter hieß, glaube ich, Gym. Und deswegen, die ganzen Ritter hier sind sozusagen seine Kinder. Ja, ich glaube, das ist die ganze Story hinter dem Spiel, so ungefähr. Mehr muss man da, glaube ich, auch nicht wissen. Es macht Spaß und ich hoffe, es macht euch auch Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, auf Wiedersehen.